Ja, mein Lieben, relativ chaotische Zeiten an der Börse. Wir schauen uns jetzt gleich mal den Chart an. Der aktuelle Fear and Greed Index für Bitcoin liegt bei ca. 34 am 1. Dezember als letztes geupdatet. Das heißt, gestern hier der Bericht, als ich es gegoogelt habe, zeigt ca. 8 Stunden her. Also sollte das relativ aktuell sein. Wir gehen mal in den Bitcoin-Chart und sehen, dass wir weiterhin rejected wurden. Das heißt, als das höhere Tief wurde gebildet und wenn wir in der kleineren Zeiteinheit gehen, werden wir feststellen, woran es gescheitert ist. Aber was wir schon mal auf Tagesbasis erkennen, am Volumen hat es gefehlt. Das heißt also, der Ausbruch nach oben, er sah gar nicht so verkehrt aus und wir waren schon mal hier oben wieder an der Schwelle an den fast 59.000 Dollar und trotzdem konnte der Durchbruch nicht geschehen. Wir sehen auch, woran das lag, nämlich die Indizes, die haben wieder im Laufe des Tages ordentlich abgegeben. Schau es dir an, der US30 hat sehr solide performt, war bei über 35.000 Punkten wieder, bevor dann 600 Punkte wieder nach unten abgegeben wurden. Also sehr, sehr volatiler Tag. Natürlich wird das an der neuen Omikron-Variante auch liegen, beziehungsweise das wird sein Stück dazu beitragen und entsprechend ist halt auch einfach diese Risikoaversität an den Märkten, dieser sogenannte Risk-Off-Modus hier zu sehen, ja, dass auch beispielsweise alternative Assets wie zum Beispiel Bitcoin, vor allem aber auch Gold und Silber da sehr, sehr stark leiden können. Gold hat sich langsam stabilisieren können heute, Silber hat brutal heute auch wieder abgegeben, also es sind wilde Zeiten und Bitcoin hat es an Volumen gefehlt. Wir sehen, der letzte Test hatte etwas mehr Volumen als dieser Test, was halt einfach zeigt, jetzt ist eigentlich, sollten wir wirklich nicht eine starke Bewegung in den Indizes morgen nach oben sehen, ist es eigentlich der Weg nach unten geebnet. Und dann zumindest erstmal hier auf diese 55.000 für kurze Haltestelle und dann könnte es hier unter das letzte Tief gehen, die 54.000, sodass wir die 51.000 potenziell nochmal sehen. Wir gehen mal auf H4 und erkennen, dass wir hier an den gleitenden Durchschnitten den Fakeout gezeigt haben. Wir haben darüber gesprochen, die Möglichkeit besteht, wir hätten den Durchbruch gebraucht. Wir haben heute Morgen im Video festgemacht, der erste Test, der wird nicht der Durchbruch. Wir haben es hier quasi an diesem vorherigen Beispiel auch schon festgemacht. Wo war es? Ich meine, es war hier der nächste Test, der wird nicht der Durchbruch. Und das hat hier recht behalten. Das heißt, falls wir nochmal hochkommen sollten, dann haben wir hier eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit durchzubrechen. Warum? Weil diese Spitze, dieses Hoch hier ein Fakeout war. Und dieses Hoch, dieser Fakeout die Liquidität hier weggenommen hat, sodass der neue Impuls nach oben ohne diese Konterliquidität hier durchlaufen kann. Das ist letztendlich die sogenannte Imbalance-Phase, was hier, wenn wir nochmal hochkommen sollten, extrem wahrscheinlich wird, dass wir auf die 60.000 gehen. Ansonsten, ein Fakeout hat natürlich immer den Charakter, dass der Markt da oben nicht mehr hinkommen sollte. Und wenn wir diese dynamische Unterstützung brechen, dann kann es letztendlich auch nach unten gehen. Wir haben darüber gesprochen, hier nur kurzzeitiger potenzieller Rebound, bevor wir dann hier runtergehen auf die 53.000. Also die Zeichen stehen auch bei Bitcoin wieder auf Short. Hier ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass wir tiefere Kurse sehen und dann kann es tatsächlich auf die 51.000er Marke gehen. Bitcoin kommt nicht so richtig aus dem Quark, entsprechend die anderen Coins haben teilweise ein bisschen solider performt, aber auch hier sehen wir durch die Bank weg, bis auf ein paar Ausnahmen, sieht es hier tendenziell etwas schwierig aus für die Märkte, von daher relativ schwer, aber der leichte Vorteil liegt jetzt durch die Bewegung wieder bei Short. Und du siehst, wir sind in einer Akkumulationsphase, die Fakeouts sind in der Regel sind an der Tagesordnung so, sind die Regel, das wollte ich sagen. Wir sprechen immer wieder darüber, dass eben Akkumulationen mit Fakeouts gespickt sind. Wir reden auch immer wieder darüber, dass wir die Märkte nicht vorhersagen wollen, sondern reagieren. Vorhin sah es sehr, sehr bullish aus. Wir haben auch gesagt, wir brauchen Volumen. Das war eine große Bedingung und wir haben gesagt, der erste Test, der wird es nicht bringen. Das hat sich jetzt gezeigt. Sollten wir nochmal hochkommen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass der Bruch passiert. Sollte das nicht mehr der Fall sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir hier tief sehen und dann erstmal die 55.000 und runter auf die 51.000 gehen. Also sehr, sehr wichtig ist es nicht nur eine Meinung zu haben und die auf Teufel komm raus durchzudrücken. Es ist noch wichtiger hier wirklich das Ganze realistisch zu sehen, auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit mitzubringen, um dann hier wirklich in sich in den Märkten, die in meinen Augen zugegebenermaßen sehr, sehr wild gerade sind, sich auch stabilisieren zu können. Das soll von meiner Seite aus gewesen sein. Morgen werden wir mit Sicherheit mehr sehen, weil morgen werden wir mit Sicherheit diese Akkumulation verlassen und entweder den Breakout nach oben schaffen oder weiter nach unten fallen. Und dann ist der große Kaufbereich der 51.000 nicht mehr weit weg. Wir sehen uns morgen im neuen Video wieder. Schönen Abend, dir schlaf gut und bis morgen. Ciao, ciao.